Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen wieder Ranked. Und zwar habe ich mich jetzt dafür entschieden, mein Tierdrachendeck zu spielen. Und wir haben hier den Aufbau. Ein sehr solides Deck, macht auch wirklich sehr viel Spaß. Wir haben natürlich Drachen drin. Alduin, Patronax, dann die Kontrolle mit dem Manticore, Blutmagiefürst, Skelettdrache, Nahaglief. An Blutgrad, wir brauchen natürlich die Magika, Lydia zur Verteidigung, Knorpelpanzer, Droik, hat 5 Leben, deswegen habe ich ihn ausgesucht, durchdringender Speer, verschlingen, verehrter Wächter, schwarzer Drache, sehr oft sehr praktisch gewesen wegen Gift und so, Schwarmverteidiger, Klinge des Kaisers, aber mal auch die Karte des Monats drin, Edikt von Azura, das Edikt von Azura, damit wir sehr viel Kontrolle wahren können. Entschuldigung, oder Unterstützungskarten, die zurzeit recht krass sind, loszuwerden. Und jetzt natürlich eine Schlüsselkarte, ostkaiserliche Handwerkerin, deswegen auch die 5 Leben. Wir brauchen Kreaturen, wie hier auch, die gebufft werden können durch sie. So, Klippenausguck, ebenso 5 Leben, dunkler Wächter, ebenso. Baumhirte, Windbock, Magier, Krieger, uralter Ausguck, wegen unseren ganzen Drachen natürlich und hinrichten. So, sehr, sehr solide. Und damit werden wir jetzt ganz viel Spaß haben. So, verschlingen am Anfang ist gar nicht so übel. Edikt von Azura würde ich auch gerade mal behalten. Aus dem Grund, wenn er jetzt irgendeine Unterstützung spielt, die von Anfang an halt eben sehr präsent ist, was ich jetzt bei ihm nicht so wirklich vermute, könnten wir die halt auch von Anfang an loswerden, bevor sie wirklich sehr viele Probleme macht. Aber das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Aber so ein, das Edikt von Azura, das schadet nie auf der Hand zu haben. Okay, mit durchdringenden Speer ist das jetzt doch ein bisschen zu viel. Zum Gruße, Bürger. Und so viel brauche ich da nicht. Den Tapferen zum Gruße. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. So. Okay, das ist eine Karte, die möchten wir loswerden. Der wird uns jetzt sehr, sehr viel und sehr schnell Schaden machen. Und dann ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt diese ganzen Vernichtungskarten auf der Hand haben. Und die gefährlichen Kreaturen jetzt ja, vernichten können. So, wir haben jetzt leider keinen Drachen. Verschlingen wäre hier sehr praktisch gewesen, wenn wir auch einen Drachen auf der Hand hätten. Dann hätte der das Schlüsselwort bekommen. Wir müssen ihn auf jeden Fall vernichten. Das machen wir so. Verschlingen ihn erstmal hier. Und jetzt kriegen wir die Gramfeste Wache. Ja, bekommt natürlich so oder so. Kann er irgendwas erschlagen. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich möchte ihn eher aufhalten, dass er nicht so krass viel Schaden machen kann von Anfang an. Ich meine, er spielt ein sehr, sehr solides Deck und wirklich sehr gutes Deck. So. Da machen wir einen Strich durch die Rechnung, dann kriegt er sein scheiß Buch nicht. Und wir müssen uns auf jeden Fall noch ein paar Karten aufheben, um die gefährlichen wegzubekommen. Der ist jetzt noch nicht so gefährlich. So, mit dem Buch zieht er dann immer wieder irgendwas nach. Aber es gibt auf jeden Fall gefährlichere Karten, die wir aufhalten müssten. Als jetzt die. Obwohl ich mir denke, okay, die vernichte ich, dann bleibt meine Karte auch erhalten. Weil sonst würde er die hier buffen. Wir vernichten die mal. Gehen hier nochmal rein, fressen die 4 Schaden. Werden uns dann aber mit dem Schwarmverteidiger in der nächsten Runde verteidigen. Ein Name genügt. Die wird leider auch sterben. Der Wald ist meine Kraft, mein Mut. Der Schwanzsafthüter. So, jetzt haut er natürlich sehr großzügig die Karten raus, ne?
So, hier wird aber erstmal gucken müssen, wie er vorbeikommt. Und hier werden wir das auch so machen. Teilen wir uns mal. Und gucken mal, was er jetzt macht. Wenn wir es wenigstens bis zur 10. Runde schaffen könnten, dann könnten wir mit dem Manticore schon sehr viel rausholen. Okay. Wir könnten hier... Oh, wir haben zum Glück noch einen Wächter. Aber... Der möchte natürlich auf jeden Fall seinen Erschlagen nutzen. Gönne ich ihm, soll er halt mal machen. Aber... Dadurch... Kann ich jetzt schon mal meinen Anblutgrad aufs Board bekommen. Und schon kommen wir der 10. Magiker-Runde deutlich näher. Und hätten dann schon mal dort, wo der Spaß abgeht, nämlich auf der rechten Seite, schon mal eine starke Kreatur. Weil den können wir mit ihr loswerden. So, die überlebt, das ist bitter. Und so kann er jetzt doch recht viel Schaden machen. Mit mir legt man sich nicht an. Aber wenn wir Glück haben, könnten wir ihn jetzt, ab jetzt so ein bisschen aufhalten, den Schaden zu machen. Ist so eine Karte... Ist jetzt ein bisschen blöd, aber wir wollen jetzt sowieso ihm noch nicht viel Schaden machen. Also wäre es egal. Wir könnten jetzt den Manticore spielen. Und irgendeine von denen loswerden. Hier können wir auf jeden Fall schon mal reingehen. Wir könnten uns hier natürlich auch einfach solide verteidigen. Die haben alle sehr wenig Magiker. Klinge des Kaisers wäre hier ganz gut. Genauso wie der dunkle Wächter. Dann hebe ich mir den Manticore vielleicht für was Gefährliches auf. Wir haben hier die ostkaiserliche Handwerkerin. Spielen wir mal links. Können wir hier noch ausspielen? Und spielen hier noch den dunklen Wächter. So, dann können wir die erstmal auslöschen. Und jetzt wird er natürlich den Angriff auf die andere Seite verlagern. Aber da wird dann der Manticore auf ihn warten. Genauso wie die Baumhirten. So, das ist natürlich das perfekte Opfer für unseren Manticore. Damit hätten wir die Seite dann schon mal ausgelöscht. Und er überlebt. Das ist natürlich extrem dämlich. Er gemacht hat. Aber okay, der kommt ja dann aus dem Nichts und kann ihn dann auf jeden Fall töten. So, Manticore. Tu, wozu du geboren wurdest. So, wir dürfen jetzt nicht so viel Schaden machen, wir müssen aufpassen. Und der wird leider sterben, das ist unsere Möglichkeit, Leben zu generieren. Aber okay, was willst du machen, ne? Auch eben unsere Verteidigung. Okay, wir haben noch ein paar Baumhirte. Aber meine Sorge ist jetzt eher irgendwie ein bisschen... Oh oh. Okay, der muss jetzt mit dem Dick von Asura dran glauben. Was bitter ist, er stirbt dadurch. Das ist echt bitter. Okay, wir könnten ihn töten. Spielen das Dick von Asura. Und spielen dann den dunklen Wächter, weil da kommt er eh nicht vorbei. Ja. Machen das so. Dann töten wir den. Spielen den Man. Master of Disaster. Und den Baumhirten würde ich schon spielen wollen.
Falls er jetzt doch irgendeine Karte hat, um die sehr schnell loszuwerden, irgendwas mit Gift zum Beispiel, dann kommt er mit 3 wieder rein. Und dann braucht er nur noch 2 Feuerblitze zu schießen, dann hat er das auch. Aber dadurch würde mein Baumhirte einfach sterben. Weil er würde dann natürlich in den Baumhirten reinlaufen. Ist ja klar. Dann hätte ich nur noch einen Baumhirten zur Verteidigung. Aber falls er noch mal irgendwas gefährlich spielt, haben wir immer noch das Stick von Azura. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ich meine, es steht zwar immer noch gut für ihn. So blöd es aussieht, aber es steht halt immer noch gut für ihn. Ich habe viele wichtige Dinge. Vor allem, wenn er mit sowas halt eben kommt, ne? Leute, da macht er extrem viel Schaden. Jetzt braucht er nur noch einen Blitz zu ziehen und dann ist die Sache vorbei. So bitter manchmal. Da kannst du manchmal machen, was du willst. Und es klappt einfach nicht. Und wenn wir jetzt feucht fröhlich ins Gesicht gehen, dann ist das bestimmt irgendwo ein Blitz dabei. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir Leben zurückgewinnen. So, zur Sicherheit spiele ich noch Lydia. Und ich überlege gerade... Leider haben wir hier nicht viele Möglichkeiten. Okay, ich baue einfach so viel Bord auf und bete einfach, dass kein Blitz dabei ist. Ich bete einfach, dass kein Blitz dabei ist. So. Den Sachen kommt er nicht vorbei, der wird den hier einfach töten. Wie viel Schaden könnte ich machen? Leute, ich muss jetzt mal rechnen. 9, 12 und 16. So, wir müssten dann, also 10 Schaden müssten wir da noch machen. Wir könnten uns auch langsam rantasten, aber dann erhöhen wir nur noch die Chance. Das ist echt bitter. Das ist so bitter. Und ist es ein Blitz? So, jetzt hat er noch mehr Leben. Dolchsturz Magerin ist auch blöd. Dann rüstet er sie ganz einfach aus. Und wir ziehen einfach nichts, was Bam macht. Okay, den Klippenausguck können wir ja mal so protestantisch spielen. Das halt echt nicht viel bringt. Das Bittere ist, wir müssen halt jetzt reingehen. Wir haben keine Wahl. Also wir haben keine Wahl. Ich würde ihn natürlich sau gerne auf einen Schlag fertig machen. Aber wir müssen es wahrscheinlich in 2 Schlägen tun. Weil eine solide Verteidigung haben wir. Das Einzige, was uns wirklich fertig machen kann, ist der Blitz. Und hier müssen wir uns auf unser Glück verlassen. Und was ist es? Oh, Gott sei Dank. Noch einer. Okay, 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 okay. Okay. Da müsste er reingehen. Dann wäre unser toller. Seid verdammt! Dann wäre unser toller Wächter tot.
Das ist echt bitter. Er zieht natürlich erstmal eine Karte. Ich meine, das Gute ist, wir haben eben noch Lydia als ganz gute Verteidigung, aber ansonsten haben wir sowieso nichts Gescheites. Okay, Manticore, yay! Das ist gut. Okay, okay. Für Falkenring! Für Falkenring! Dann kann ich hier einfach reingehen und den töten. Das möchte ich auch nicht. Deswegen gehe ich hier rein. Mit dem Manticore. Könnten wir den mystischen Drachen einfach auslöschen und hätten. Und er könnte da eigentlich nicht vorbeikommen. Und dann hätten wir in der nächsten Runde genug Damage, um ihn fertig zu machen. Hier mit denen würde er natürlich reingehen, ein bisschen Sachen machen. Wir könnten jetzt noch einen Schaden machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber eigentlich dürfte es für die nächste Runde reichen. Nicht mehr diesen Hiesen. So. Gehen hier rein. Spielen noch den uralten Ausguck, nur damit wir halt nochmal Reserveschaden haben. Jetzt gucken wir mal. Dann hat er immer noch drei Prophezeiungen, wo der Blitz sein könnte. Das könnte auch jetzt diese Karte sein. Ist es aber nicht. Sieht er noch irgendein komisches Tier? Okay. Jetzt ist natürlich Glück, Leute. Jetzt ist alles Glück. So, okay. Möge das Glück mir hold sein. Erstmal flehen. Okay, Leute, okay. Möge das Glück mir hold sein. Okay. Beide flehen. Wir müssen mit den krassen Sachen machen. Okay. Bam. Wie viele Prophezeiungen hat der Typ? Bitte kein Blitz. Lieber noch so einen blöden Drachen. So steht es geschrieben. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jawohl, wir haben es geschafft. Oh. Ein feiner Kampf für Weißlauf. Oh. Heute steht jeder Tag zum Sterben. Das war echt knapp so. Das war natürlich viel Glück und für ihn sehr viel Pech, weil er keinen scheiß Blitz gezogen hat, aber. Na und? Mir doch egal, der hat alle seine Karten rausgehauen, selber schuld. Optimaler Start, Leute. Wir haben Verteidigung. Wir haben sogar ein bisschen, was uns Magicka gibt. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Gegen wahrscheinlich Prophecy Battle Mage. Die sind ja doch sehr effektiv. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass auf Rang 5 die sich wehren wie blöde? Ich hänge schon ewig auf Rang 5 fest. Okay, ich habe auch mir noch nicht so viel Mühe gegeben. Ich teste ja immer sehr viele Decks und spiele halt nicht irgendwie eins mal richtig solide durch, ne? Obwohl es richtig viele, richtig gute Karten gibt, ne? Okay, wir gucken erstmal, was der so macht. Zum Gruße, Bürger. Kommt und wärmt euch auf! Okay. Zeit für den Kampf! Jetzt kommt das schon mit einem Mordheißsprung. Okay, dann spielen wir jetzt unseren Baum hinten. So, dann haben wir nächste Runde wenigstens schon die Möglichkeit, den Schwarmverteidiger zu spielen. Wo es eh egal wäre, weil wir auch den dunklen Wächter hätten. So, ich hätte auch den dunklen Wächter natürlich spielen können, aber das sieht so schön aus, wenn er dabei drauf geht.
Und das sieht auch sau schön aus, wenn wir hier einfach nochmal den Baum jetzt spielen und nochmal drauf reinfällt und da drauf geht. Okay, da könnte er auch was dagegen haben, aber gegen das eine hat er auch nichts gehabt. Das glaube ich auch nicht, dass er da irgendwas dagegen hat. Können wir noch den uralten Ausguck spielen. Falls doch alle Stricke reißen, können wir ihn in der nächsten Runde wenigstens auslöschen. Die Nord müssen sich Himmelsrand zurück. Er kommt durch. Ein bisschen Schaden dürfen wir uns erlauben. Nur ein bisschen. So kriegen wir wenigstens noch ein paar Wächter. Das ist natürlich klasse. So, wir gehen hier rein, dann überlebt er nämlich. Boah, der geht brutal ab jetzt. Okay, nee, gehen wir nicht. Wir müssen ihn töten. Wir werden einmal den... Wir werden hier einmal den dunklen Wächter spielen. Und auf der anderen Seite... den verehrten Wächter. Machen wir so. Wir haben leider schon sehr viel Schaden gefressen. So, da kriegt er den Tod. Aber wir haben eigentlich so die perfekten Karten, um uns jetzt gut zu verteidigen. Hier können wir auch mit dem Dick von Azura arbeiten. Und schon mal die starke Karte loswerden. So. Wir gehen natürlich nicht ins Gesicht. Sobald wir diese eine olle Handwerkerin ziehen, dann können wir auch wenigstens dem noch Wächter verpassen. Ich schließe mich und dann gehen wir steil. Mal sehen, wie ihnen jemand gefällt, der sich wehrt. Die werden halt gebufft, wie blöd, ne? So. Bauen wir hier mal unsere Wächter aus. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weisheit. Oh, tödlich ist jetzt richtig bitter. Und die hat auch noch tödlich. Okay, hier könnten wir wieder mit dem durchdringenden Speer arbeiten. Hauen die weg. Wir gehen hier rein. So, dann ist die Sache schon mal geklärt. Und spielen jetzt einfach mal den Bock Magier hier. Und hätten jetzt noch Klippenausguck und Knorpelpanzer. Wäre natürlich jetzt mega genial, wenn wir auch noch wenn wir jetzt noch unsere Handwerkerin ziehen. Aber er fängt an, jetzt ins seine guten Karten dafür zu verschwenden. Das ist gut. Aber jetzt wird er uns halt Schaden machen können. Wir machen das mal so. Den Schaden können wir gerade noch so fressen. Und den spare ich mir absichtlich gerade noch auf. Dass wenn wir doch vielleicht, dank des Herz der Karten, ja, doch noch diese blöde Handwerkerin ziehen, dann könnten wir ihn auch buffen. Aber das Korsarenschiff ist jetzt noch bitterer. Scheiße, jetzt werden die noch mehr gebufft. Was gut, wir ziehen jetzt eine Karte nach. Opfert er die noch? Ziehen wir keine Karte mehr. Ey. Also, der Prophecy Battle Mage, der ist so krass nervig. Du bist nervig! So. Die müssen wir auslöschen. Und die müssen wir jetzt sogar auslöschen. Glaubt ihr es? Aber der macht so viel Schaden. Und hier müssen wir mit dem Klippenausguck arbeiten.
Boah, ich hätte jetzt gern noch eine Karte gezogen. Dann hätten wir da ein bisschen mehr Chancen. So steht es geschehen. Boah, der hat so einen Lack. Ich reite wie der Wind. Gib mir das Geld. Krass. Patronax, gib mir was Gescheites. Patronax, komm schon. Okay, gib ihm. Okay. Pff. So, den können wir loswerden, aber minus eins bringt uns einen Scheißdreck. Wir holen uns aber, der kann uns 11 Schaden machen jetzt, ne? Wir holen uns minus eins und Dreck. Okay, wir holen uns erstmal unseren schönen Schwarmverteidiger wieder. Können ihn jetzt leider noch nicht ausspielen. So, dann haben wir den wenigstens in der nächsten Runde. Und wir müssen das hier machen. Ja, ansonsten ist es echt zu viel Schaden, den wir jetzt fressen. Okay. Uiuiuiui. Der Typ. Ihr habt gesehen, ich habe so unglaublich viel Verteidigung. Ich hab so viel Glück, weil ich auch noch so viel Wächter gehabt habe. Aber trotzdem kommst du da nicht gegen an. Das ist schon krass. Das grenzt ja schon an unfair. Ich glaube, ich spiele jetzt auch Battle Mage. Ich glaube, ich spiele Battle Mage. So als nächstes. Aus Protest. Der braucht jetzt nur noch einen Blitz reinzuhauen. Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Seid verdammt. So. Ziehen erstmal eine Karte. Löschen hier ein bisschen aus. Hier auch aus. So. Okay. Jetzt kommt die kaiserliche Handwerkerin zum Einsatz. So, jetzt Knorpelpanzerdroik hier auch noch. Machen wir mal so. Und noch einen auf dieser Seite. In der nächsten Runde müssen wir dann natürlich ausrasten, ne Leute? Das wisst ihr. Das sieht schon wieder aus wie im letzten Match. Genau dasselbe. Ja, nur da hatte ich 4. Jetzt habe ich 3. Und dann wird schon wieder so eine Armada auf dem Board. Meine Pfeile werden ihr Ziel treffen. Ist nicht. Du hast Angst, hä? Hast du Angst? Okay, rechnen wir. Wir haben jetzt 13, 15, 19, 21. Oh, das reicht nicht mal. Das reicht nicht mal. Wir müssen uns hier wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen nähern. Wenn wir schon mal hier Sachen machen. Zack. Okay. Gut. Da wird er nicht so leicht vorbeikommen. Dafür sorge ich. Ich spiele einfach nochmal einen Schwarmverteidiger. Oder einfach Nahak lief, aber Schwarmverteidiger tut das schon. Er würde ihn töten. Dadurch geht uns natürlich jetzt auch noch Schaden flöten. Und Verteidigung hat er eh nicht. So könnten wir durchdringenden Speer spielen. Und Nahak lief. Wir könnten aber auch Nahaglief und nochmal den Verteidiger spielen. Wir machen das so. So, Nahaglief noch. So.
Nächste Runde gehen wir rein und dann entscheidet der große Manitou, ob es sein soll oder nicht. Ich reite wie der Wind. So, okay. Okay, okay, okay. Wir gehen mit Trenwalak. So, wir machen erstmal das hier. So, bam. Jetzt. Bam, bam, bam. Doch nicht. Okay. Wenn wir jetzt 8 Schaden machen. Lass mich kurz rechnen. Und die nächste wären nur die 4. Okay, 4. Dann haben wir noch 13 zu machen. Ich wollte es halt mit einem Schlag dann beenden, aber so würden nur 2 Stück ploppen. Da besteht natürlich die Chance, dass er ihn jetzt auch noch aufhält. Das ist halt das Bittere, ne? Mit Fesseln. Das wäre richtig bitter. Wenn er ihn jetzt fesseln würde. Aber so könnten wir reingehen. Bam, bam. Nur 2 Stück würden ploppen. Das wäre das Klügste. Jawohl, Leute. So haben wir das gemacht. So knapp. Oh. Okay. Wir klettern, klettern, klettern. Okay, Leute, danke fürs Zusehen, war ein wieder richtig cooles Match. Mir so viel Spaß gemacht. Das gucken wir uns noch an. Sturmanlager. Ich glaube, davon habe ich schon welche. Okay, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer LineTube.